Heute ist der 23. Oktober 2016. Ich habe hier einfach mal was gegoogelt zum Thema Obdachlosigkeit und dann bin ich hier auf diesen Zeit-Online-Artikel gestoßen. Die Zeitung Die Zeit gilt ja gemeinhin als seriös. Aber an den Aufreißer hier, an der Überschrift Plötzlich Penner, kann ich das nicht erkennen. Das steht vor allem im krassen Gegensatz zu dem, was unten steht, das sage ich gleich. Hier wird auf zwei Seiten berichtet über jemanden, der vor kurzem noch mitten im Leben stand und dann obdachlos geworden ist. Soweit okay. Ja. Nur stört mich halt diese Überschrift hier, Plötzlich Penner. Weil das ist unseriös und das ist für mich ein Schimpfwort. So, guckt euch das mal an. Hier gibt es jemand, der das kritisiert. Als Gesinnungsjournalismus und so weiter. Und die Moderation der Zeit kritisiert wiederum den Artikel. In Form von Anmerkung: Kommentare ohne konkreten Bezug zum Artikelinhalt werden künftig durch die Moderation entfernt. Besonders wenn diese versuchen, Stimmung gegen Menschengruppen zu machen. Besonders wenn diese versuchen, Stimmung gegen Menschengruppen zu machen. Indem man alle Obdachlosen pauschal als Penner bezeichnet, was hier geschehen ist, macht man gerade Stimmung gegen gewisse Menschengruppen. Wie kann man denn als angeblich seriöse Zeitung, ich halte übrigens überhaupt keine Zeitung oder Zeitschrift in Deutschland für seriös, Obdachlose pauschal als Penner bezeichnen? Das hier. Und das hier unten, das steht doch im krassen Widerspruch. Jetzt ist sie wieder weg, aber man kann sie trotzdem lesen. Besonders wenn diese versuchen, Stimmung gegen Menschengruppen zu machen. Das ist. Was ist das für ein Journalismus? Plötzlich Penner. Wow. Könnte auch stehen, plötzlich Assi. Ich finde es abartig, sowas.